Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Bereich Welding 4.0 und heute stellen wir euch unser Upgrade 2 vor. Das Upgrade 2, die Bauteilverwaltung, verknüpft alle schweißtechnisch relevanten Dokumente miteinander. Das heißt, die WPS, den Schweißer, die Drahtcharge, das Datum, die Auftragsnummer zusammen mit dem Projekt und dem Bauteil. Das Upgrade 2 wollen wir heute anhand eines Beispiels skizzieren. Der klassische Brückenbauer bekommt einen Auftrag. Der Auftraggeber möchte folgende Daten wissen. Unter anderem den Mitarbeiter, der an dem Projekt gearbeitet hat. Wie ist der Mitarbeiter zertifiziert, also sprich der Schweißer? Welche WPS wurde verwendet? Welche Verfahrensprüfung liegt dieser WPS zugrunde? Natürlich will er auch wissen, wann wurde geschweißt und an welcher Naht. Also auch die Zuordnung von den einzelnen Dokumenten an die spezifische Naht. Das wird heute klassischerweise immer noch mit einem Stift und auf Papier gemacht. Mit dem Upgrade 2 ist es damit erledigt, denn Stift und Papier weichen dem Barcode-Scanner und dem X-Button. Der erste Schritt ist die Bauteilkonfiguration. Hier legen wir fest, welche Skizzen haben wir, welche Bilder haben wir, was ist eigentlich unser Nahtfolgeplan, welche WPSen gehören zu welcher Naht, was sind die Längen und wer ist überhaupt mein Schweißer. Der nächste Schritt ist die Programmierung des X-Buttons. Darauf ist der Name und auch die Zertifikate des Schweißers gespeichert und der dient quasi wie eine Stempelkarte. Damit kann ich mich am Schweißgerät identifizieren. Sind alle Vorbereitungen abgeschlossen, werden die projektrelevanten Informationen nicht nur gesammelt, sondern eben auch jede einzelne Naht automatisch zugewiesen. Wie funktioniert das Ganze? Ich habe einmal die Möglichkeit, aus XNET eben auch diesen Arbeitsauftrag zu drucken. Den kann ich dann mit meinem Barcode-Scanner scannen. Dieser Auftrag kann übrigens auch aus SAP kommen, wenn ihr das zum Beispiel auch schon habt. Und als zweiter Schritt ist dann der X-Button notwendig. Damit melde ich mich quasi an der Stromquelle an. Die Stromquelle erkennt mich und gibt den Prozess frei. Unter anderem habe ich somit alle projektbezogenen Informationen digital erfasst. Das heißt, ich habe den Schweißer mit seinen Zertifikaten, ich habe die Verfahrensprüfung und die WPS, die ich in meinem Projekt genutzt habe. Und das alles ist nämlich mit Datum und Uhrzeit auch an die einzelne Naht geknüpft. Als Bonus habe ich sogar noch die Schweißparameter, die mir zur Verfügung stehen. XNET zeigt mir dann nämlich auch bei Stromspannung und Drahtvorschub zum Beispiel, ob ich in der Range meiner WPS war. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hier geht es nochmal zu unserem XNET Basisset Video. Hier findet ihr Upgrade 1. Schreibt eure Fragen in die Kommentare, abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da.